manchmal muss man eben was transportieren. Wenn man das emissionsfrei machen will, dann nimmt man bekanntlicherweise ein Elektroauto. Wenn man darüber hinaus in 3 Minuten voll tanken will, dann nimmt man das da. Den Opel Vivaro e-Hydrogen. Den haben wir entwickelt und den produzieren wir jetzt. Hier bei Opel in Rüsselsheim. Übrigens auch für unsere Geschwistermarken im Stellantis-Konzern Peugeot und Citroën. Hier bei Opel Special Vehicles bauen wir das Brennstoffzellenantriebssystem in die Fahrzeuge ein. Das besteht außer dem Elektromotor im Wesentlichen aus 3 Komponenten. Dem Wasserstofftank, der Brennstoffzelle und der Hochvoltbatterie. Wir hatten bei dem Auto ein entscheidendes Entwicklungsziel, nämlich der Laderaum bleibt genauso groß wie im Vivaro mit Verbrennungsmotor. Und dazu haben wir einen cleveren Ansatz gewählt, sowohl bei der Dimensionierung des Antriebssystems wie auch bei der Unterbringung der Komponenten im Fahrzeug. Der Brennstoffzellen-Vivaro basiert auf der batterieelektrischen Variante. Das heißt, wir nutzen die elektrische Architektur, insbesondere den Elektromotor. Die große Batterie brauchen wir allerdings nicht. Wir fahren ja mit Wasserstoff. Und dazu wird der Wasserstofftank in den Unterboden eingebaut. Das heißt also, der Kraftstoff ist schon mal im Auto. Letztlich wollen wir ja den Elektromotor antreiben. Und dazu fehlt hier noch etwas Entscheidendes, nämlich die Brennstoffzelle, die den Wasserstoff in Elektrizität umwandelt. Hier ist die Brennstoffzelle untergebracht, direkt über dem Elektromotor. Und damit wir zurückgewonnene Bremsenergie auch speichern können, befindet sich unter den Sitzen eine kleine Batterie. Die kann übrigens auch extern am Stromnetz aufgeladen werden. Wir haben es also genau genommen hier zu tun mit einem Plug-in-Hybrid-Brennstoffzellenfahrzeug. So, damit haben wir alles untergebracht. Und wie man sieht, der gesamte Laderaum bleibt erhalten. Wie auch die 1 Tonne Zuladung. Es gibt den Vivaro e-Hydrogen übrigens in 2 verschiedenen Längen. In dieser hier und in dieser hier. Der Brennstoffzellen-Vivaro fährt wie jedes Elektroauto leise, dynamisch und emissionsfrei. Und darüber hinaus bietet er eine hohe Reichweite und schnelles Betanken. Ab 2028 werden wir in Europa nur noch Elektrofahrzeuge anbieten. Und die Wasserstoff-Brennstoffzelle ist fester Bestandteil dieser Strategie. Mit dem Vivaro e-Hydrogen bringen wir als erster Hersteller einen Transporter mit Brennstoffzellenantrieb auf den europäischen Markt. Und wir sehen schon jetzt das große Interesse unserer Kunden. Ja. Über 20 Jahre bin ich jetzt im Thema Wasserstoff-Brennstoffzelle, aber jetzt ist der spannendste Zeitpunkt. Jetzt erleben wir nämlich den Übergang der Technologie in die Massenproduktion. Und 2024 wollen wir unser Brennstoffzellenprogramm noch erweitern um große Lieferwagen. Lange Jahre war die Wasserstoff-Brennstoffzelle Zukunftsmusik. Jetzt ist sie da. Und das finde ich super. Schön, dass Sie bis zum Ende dabei geblieben sind. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal oder folgen Sie uns auf Social Media. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Tschüss und bis bald.